Guten Tag. Die Top 5 der allerbesten Plugins der Welt. Ihr könnt es schon erahnen, anhand der Art und Weise, wie ich das jetzt hier ankündige. Die Top 5 der allerbesten Plugins der Welt sind die Plugins, die ihr in eurer DAW habt. Also die Stock-Plugins. Der Stock-EQ, der Stock-Kompressor, das Stock-Delay, der Stock-Hall und die Stock, nehmen wir das mal als Gesamtdings-Modulations-Plugins wie Chorus, Flanger, Phaser. Die sind alle innerhalb eurer eigenen DAW, egal was ihr nutzt, sei es Logic, Cubase, Presonus Studio One, Pro Tools, Fruity Loops, weiß nicht, was es da noch alles gibt, Reaper, voll geil. Kostet, glaube ich, auch nichts oder ganz wenig oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es total erschwinglich. Die fünf allerbesten, die Top 5 der allerbesten Plugins der Welt sind die Plugins, die ihr als Stock, also eingebaut habt in eurer DAW. Wenn ihr mit diesen Plugins keine gescheiten Resultate hinbekommt, nutzt euch auch kein Paket von irgendwem. Oder kein Sooth oder kein, wie auch immer sie alle heißen mögen. Die sind alle toll, alle großartig. Färben auf eine bestimmte Weise oder färben halt überhaupt gar nicht. Also Linear Phase EQs oder ähnliches. Gibt es auch eingebaut in euren DAWs. Logic hat einen grandiosen Linear Phase EQ. Ich mache wirklich 90% des EQings mit den hauseigenen Tools innerhalb der DAW. In unserem Fall natürlich recht luxuriös, weil das ein SSL-System ist und die von Haus aus komplett. Ich kann da 128 Kanäle in Echtzeit mit einer Latenz von unter einer Millisekunde fahren, also ähnlich wie die neueren UAD-Systeme. Aber alle Stock-Plugins, ich wiederhole mich, innerhalb eurer DAWs sind super. Also wenn ihr anfangt oder Amateur, Producer, Producerinnen seid, fallt nicht darauf rein und kauft euch endloses Zeug oder gar ladet euch, lädt euch, ladet euch, glaube ich, ist der Plural, sinnlos irgendwelche Freeware runter, die wirklich nur sinnlos euren ja, inzwischen hat ja jeder Rechner recht großzügig Gigabyte und Terabyte zur Verfügung, aber nichtsdestotrotz, es wird halt unübersichtlich. Probiert es erstmal mit den Stock-Plugins. Und dann, wenn ihr dann nicht weiterkommt oder meint, ich brauche eine bestimmte Farbe oder ich habe was bei einem Kollegen gesehen oder bei einer Kollegin, was total geil ist, dann könnt ihr auch auf sogenannte Third Party, also Drittanbieter, umschwenken. Ich verabschiede mich mit dem Satz, die besten, wie habe ich das genannt? Die Top 5 der allerbesten Plugins sind die eingebauten Stock-Plugins in eurer DAW. Ich wünsche euch was. Bis morgen.